Das ist schon ein wenig spooky. Ausgerechnet an Halloween kommt der Erde ein Asteroid nahe, der wie ein Totenkopf aussieht. Was hat es mit der wahrhaft gespenstischen Begegnung auf sich? Klick zum Science and Fiction. Bei uns gibt es täglich Science-Videos. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keins. Herzlich willkommen. Ist es eine böse Vorahnung oder nur ein blöder Zufall? Ausgerechnet an Halloween begegnet der Erde ein sehr seltsamer Asteroid. Auf Radaraufnahmen sieht er tatsächlich aus wie ein Totenkopf. Laut Spiegel sagt Rüdiger Jehn vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt, er hat zwei Dellen, die man als Augen interpretieren könnte. Und tatsächlich sieht dieser riesige Brocken wie ein böses Omen aus. Zwei riesige Krater im Vergleich zu dem Asteroiden prägen sein Erscheinungsbild. Er hat einen Durchmesser von 600 Meter und mittendrauf, genau wie zwei Augen positioniert, befinden sich zwei Krater mit einem Durchmesser von jeweils 100 Metern. Das sieht tatsächlich schon sehr gespenstisch aus. Der Asteroid fliegt allerdings in sicherem Abstand an der Erde vorbei. Er kommt ihr maximal 38 Millionen Kilometer nah. Selbst mit großen Teleskopen ist er kaum zu erkennen. Und diese Entfernung wird er auch erst am 7. November erreichen. Dann werden sich wahrscheinlich zahlreiche Astronomieteams mit dem Gestirn beschäftigen, denn es ist noch nicht so richtig klar, ob er tatsächlich wie ein Totenkopf aussieht. 2015 wurde TB 145 entdeckt. Damals flog er in nur 500.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei und mit dem Teleskopsystem Pan-STARRS wurde er entdeckt. 2015 TB 145 braucht etwa 3 Jahre, um die Sonne einmal zu umrunden. 2021 wird er also wieder an uns vorbeifliegen, das aber immer später, also immer ein paar Tage später. Und trotz seines gespenstischen Aussehens wird er wohl nie auf der Erde einschlagen. Jehn meint dazu im Spiegel, er kann die Erde in den nächsten 100 Jahren nicht treffen, wahrscheinlich auch in den nächsten 500 Jahren nicht. Er zählt damit nicht in die Kategorie der Asteroiden, die der Erde gefährlich werden könnten. Entwarnung also für 2015 TB 145. Das Einzige, was dieses Jahr spannend sein wird, ist die Frage, ob er nun wirklich wie ein Totenkopf aussieht oder nicht. Und noch eine Frage gibt es, fast vergessen. Was ist das eigentlich für ein Gestirn? Es wird nämlich vermutet, dass es sich um einen erloschenen Kometen handelt. Auch das ist eine noch ungeklärte Frage. Also ein rundum geheimnisvolles Objekt. Wenn es dazu bessere Bilder gibt, dann werden wir sie hier im Community-Tab posten. Damit ihr das nicht und weitere Videos zu spannenden Themen verpasst, abonniert Klick zum Science and Fiction und vergesst nicht, genau auf die Glocke zu klicken. Wenn ihr auf keinen Fall etwas verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer hier für den WhatsApp-Newsletter und darunter geht es da mit weiter, also dafür auch draufklicken. Gefährlichster Asteroid ever, NASA Rambok gegen Bennu. Bis dann. Bleibt dran.